Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Hemschermeier, Paartherapeut und Beziehungscoach, und ich experimentiere weiterhin mit meinem Equipment rum. Ich freue mich über ein bisschen Feedback zu Bild und Ton und diesmal im Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und auch mal so ein paar Nebenthemen. Also das Thema, was wir heute mal haben, ist, was ist, wenn alles Nachgrübeln und über Dinge nachdenken nichts mich nicht weiterbringt. Also ich habe das Gefühl, also ich habe das zumindest teilweise, aber ich habe das Gefühl, das haben viele gerade in diesen total irrsinnigen Zeiten, mal ehrlich, wo sicherlich viele Leute Stress haben und man überlegt und der Verstand versucht, Dinge zu lösen, was mache ich jetzt, was mache ich dann, oder auch in Beziehungen, wieso ist das so, wie soll ich jemanden finden, wie kann alles gut werden, wie soll ich jemals in eine glückliche Beziehung kommen, und so weiter und so fort. Und ich glaube, was wir so langsam lernen dürfen, ist, dass der Verstand eine tolle Sache ist und den brauchen wir auch, um, keine Ahnung, eine Banküberweisung auszufüllen oder Schach zu spielen oder ich weiß nicht was. Aber in vielen Fällen eben auch, ja, es gibt einfach viele Sachen, also soll ich mal sagen, es ist eine Art, Dinge mit dem Verstand zu lösen, und die ist sehr frustrierend. Und gleichzeitig werden aber meiner Ansicht nach unsere anderen Kräfte immer mehr, immer besser. Und das ist so, was ja auch da bald jetzt in 2 Wochen in meinem Kurs, neuem experimentellen Kurs, Thema sein soll, deine Manifestationsfähigkeiten, also wie kann ich Dinge kreieren, teilweise aus dem puren Nichts sozusagen, ne? Also im übertragenen Sinne. Und jetzt denkt man sich natürlich, also das ist meiner Ansicht nach das alte Denken, dass man immer wieder denkt, also je mehr ich über Sachen nachdenke oder durchdringe, umso besser sind die Ergebnisse. Aber das scheint, also meiner Ansicht nach stimmt das ganz häufig nicht. Und manchmal sind die Ergebnisse halt viel besser, wenn man Sachen abgibt. Also das hört sich zwar so, ja, esoterisch oder banal an, zu sagen, ich gebe die Dinge ab ans Universum, aber muss man mal ehrlich sagen, ist schon eine Sache, die schon seit fast 100 Jahren gibt, nämlich in den AA-Gruppen, also anonyme Alkoholiker, es gibt ja auch anonyme Sexsüchtige, Liebessüchtige, whatever, gibt es ja fast zu jedem Bereich, glaube ich. Und da ist ja Schritt 1 ist immer, ich erkenne an, dass ich die Dinge nicht aus eigener Kraft, was auch immer das jetzt, ob es jetzt wirklich nicht die eigene Kraft ist, ist vielleicht eine andere Frage, aber ich erkenne, dass ich die gerade nicht lösen kann und gebe es ab an eine höhere Macht, wobei höhere Macht kann man auch, ist jetzt gar nicht religiös gemeint, nicht mal in den AA-Gruppen, es kann alles sein von, keine Ahnung, das Universum, Gott, die Gemeinschaft der Leute, die auf der Suche sind, oder ich weiß es nicht. Wie auch immer. Und das hat schon vielen Menschen gute Dienste geleistet, ne? Muss man einfach mal sagen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir da sicherlich mal ausprobieren werden. Was ist, wenn man Sachen einfach mal abgibt, ne? Also, und was du da jetzt schon mal tun könntest, ist mal zu überlegen, wann in meinem Leben, also ich wüsste da bei mir spontan eine ganze Menge Dinge, wann in meinem Leben haben sich Dinge ganz von selbst gelöst auf eine wundersame Art, wo ich denke, wie können so viel Zufälle zusammenkommen, ohne dass ich irgendwas dafür getan habe, scheinbar. Also meiner Ansicht nach hat man was dafür getan, aber das ist eine andere Sache, das werden wir da mal genauer beleuchten. Aber das wäre mal eine kleine Knobelaufgabe für dich, der du meine Videos guckst. Wann in deinem Leben hast du Sachen abgegeben, die du nicht lösen konntest, und sie sind wie mit Magie plötzlich gelöst worden? Wie auch immer, vielleicht nicht von dir, von anderen. Wie gesagt, ich könnte da aus dem Stand absurdesten Dinge erzählen. Aber freue mich über eure Kommentare. Und wenn du mitmachen willst, ich packe den Link hier nochmal rein, geht in 2 Wochen los. Quasi auch auf dem Tag der virtuellen Neumond-Liebeship-Party.
Ich erwarte zahlreiches virtuelles Teilnehmen. Genieß mal wenigstens das Virtuelle. Alles andere ist ja gerade, ja, wird scheinbar nicht einfacher. Und genau, ansonsten freue ich mich über Feedback über Sound und Ton. Ich muss mich hier noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich nehme das jetzt gerade mal mit dem iPhone auf und da kann man dann gar nicht reingucken. Und aber egal. Genau, gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges? Ja, natürlich gibt es bei der, ist ja auch schon nächste Woche bei der Party noch die eine oder andere Überraschung. Freue mich auf euch. Bis dann. Also ganz normal live, YouTube live auf meinem YouTube-Kanal. Wir werden uns dann wiedersehen.